In der Reihe Feminismen und Kapitalismuskritik ist der Salon Nummer 2 dem Thema gewidmet: Wir können auch anders prekäre kapitalistische Logiken sichtbar machen und durchbrechen. Meines Erachtens geht es mit Prekarisierung nicht nur um eine neue Herrschaftsform, sondern es geht auch um Prekarisierung, und zwar im Sinne von Entsicherung von bestimmten Herrschaftskonstellationen. Und diesem Pfad oder der Fragestellung, wir können auch anders, würde ich gerne nachgehen. Was meine ich damit, wenn ich das sage? Das wird vielleicht am augenfälligsten an der Verknüpfung von kapitalistisch organisierter Erwerbsarbeit, Männlichkeit und sozialer Integration. Die ist nämlich meines Erachtens instabil geworden, diese Verknüpfung Erwerbsarbeit, Männlichkeit und soziale Integration. Man kann sagen, dass das sogenannte fordistische Modell, also in der westdeutschen männlicher Familienernährer mit Haushaltseinkommen und weibliche Zuverdienerin, oder auch das ostdeutsche Doppelversorgermodell, zu dem Irene Dölling gearbeitet hat, dass beide Modelle erodieren. Und insbesondere erodiert meines Erachtens eben die Verknüpfung Erwerbsarbeit als zentraler Integrationsmodus, Männlichkeit soziale Stabilität. Wo gibt es eigentlich Formen politischen Handelns? Dann glaube ich, dass eine wichtige Form politischen Handelns ist, oder ein wichtiger Punkt ist, das Initiieren von kollektiven Erfahrungen. Das wäre sozusagen ein Punkt. Und ein Beispiel dafür, für das Initiieren von kollektiven Erfahrungen, ist die Gruppe, deren Material, also aus dem Internet hier gezogen, ich auch jetzt erstmal als Bild da habe, der Precarias a la Deriva. Das handelt sich um eine Gruppe prekär lebender Aktivisten, die ursprünglich 2000, wenn ich da richtig informiert bin, aus einem feministischen Sozialzentrum in Madrid hervorgegangen sind. Rosa Salon ist ein Format, was sehr stark arbeitet mit interaktiven Methoden, was sich zum Anspruch gemacht hat, Eva hat es gerade nochmal gesagt, Popkultur treffen zu lassen auf wissenschaftliche Theoriebildung. Und gleichzeitig beruht das alles auf Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen. Das heißt, wenn wir jetzt einsteigen wollen, damit gleich die Macht sozusagen des Podiums aufzubrechen und einmal den Raum für euch zu öffnen, dann entspricht es quasi unserem Prinzip von Hierarchiefreiheit und möglicher Egalität. Es ist geplant, eine Karusselldiskussion zum Thema Burnout Capitalism. Das heißt, wir haben es einerseits mit einem normativen Versprechen auf Autonomie zu tun, das Autonomie zugleich auf das Maß ihrer Verwertbarkeit zurechtstutzt, andererseits mit steigenden Anforderungen an die Verausgabung in der Arbeit bei gleichzeitigem Rückgang von Belohnung, das heißt Sicherheit, Anerkennung und so weiter im weitesten Sinn durch die Arbeit für die Einzelnen. Und vor diesem Hintergrund lautet die Frage meines Erachtens nicht, gibt es die Erschöpfung oder gibt es sie nicht, sondern welches Bedürfnis, welches Begehren, welcher Widerspruch drückt sich im gesellschaftlichen Phänomen Erschöpfung aus? Und mit gesellschaftlichem Phänomen meine ich ebenso das individuell erlebte Leid, wie eben auch die Vermarktung und die mediale Aufmerksamkeit für die sogenannten neuen seelischen Volkskrankheiten. Ich glaube jedenfalls, und das ist das, was mich an dem Thema nach wie vor brennend interessiert, dass genau diese Frage, welche gesellschaftlichen Problemlagen sich im Phänomen Erschöpfung artikulieren, nicht allein von medizinischer Seite beantwortet werden kann und sollte. Ich glaube, und das wäre die These, mit der ich gerne in die Diskussion überleiten würde, dass die Erschöpfung auch eine freilich sehr indirekte, sehr individualisierte und letztlich auch sehr unglückliche, nichtsdestotrotz aber auch eine Form der Gesellschaftskritik ist. Und als solche sollten wir sie ernst nehmen. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Situation, wo man über Frauen
über Frauen sehr viel reden kann. Wir haben sehr lange gesprochen über die Frauen in Asien, in Afrika und in Indien und wir sehen, wie der Kapitalismus sich durcharbeitet zu uns. Ja? Und jetzt sind das sozusagen wirklich die Frauen nebendran in den südlichen Ländern und ich finde schon, dass die deutsche Bewegung eine besondere Verantwortung hat, weil hier ist noch Geld. Ja, und hier ist es noch möglich, Sachen zu machen. Und die Länder im Süden brauchen die Hilfe der deutschen Bewegung, weil Deutschland eben auch so eine wichtige Rolle in der Krise spielt. Und hier braucht es eine Bewegung, auch eine Krisenbewegung. Ja? Und auch eine Bewegung über Frauen in der Krise, weil es nun mal katastrophal ist, sozusagen, für die Frauen. Deswegen müsste man sich überlegen, ob man nicht eine Kampagne anfängt, ja, finde ich schon. Also wie setzt man seine Prioritäten im Moment in dieser Lage heute 2012? Ich habe das Gefühl, die deutsche Linke und man macht so weiter wie bisher. Und ich glaube, die Situation nach 2010 und nach 2008 ist nicht wie bisher. Ja, und deswegen frage ich mich, was macht denn die deutsche Linke? Können wir nach wie vor unsere schönen Projekte machen oder wäre es nicht sinnvoller, sozusagen gezielter, ja, Politik zu machen heute? Danke. In Ihrem bürgerlichen Leben jedoch arbeiten Sie tagsüber als zertifizierte Performance Coaches. Und in der Nachtschicht bauen Sie das Interieur für Veranstaltungen global operierender Großkonzerne auf. Viel Spaß mit dem Muschi-Ballett. Ja, aber es geht darum, erkennen wir den Erfolgscode der Männer. Ha! Knacken wir den! Oh. Nur so kommen wir weiter. Ja! Wut und Wünsche beherrschen. Mhm. Eben. Ja. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Vorabendpartner Streit, morgens Kind, schlechte Klassenarbeit. Kriege der Intimität. Jetzt gleich aber wichtiges Meeting. Oh. Was tun? Ja. Authentisch ausflippen? Professionell zusammenreißen? Moment, beschweren sich die Frauen immer Diskriminierung im Arbeitsplatz und dann keine Zeit fürs Network und Prioritäten setzen, emotionale Intelligenz, Sachverstand. Ja. Und jetzt mal ganz konkret. Ja, konkret. Punktuelle Männer. Oh, fruchtbare Gesetze darüber, eine Frau zu sein, mit dem Wunder, eine Frau zu sein, in der Waage zu halten. Tschüss. Bye-bye. Willkommen in der Man Academy. Der Ort, wo Männer wieder lernen, Männer zu sein. Trauen Sie sich größer und weniger. Stand up and be a man.